Ich bin ganz in der Nähe von Stockholm, also in Schweden, unterwegs und ich darf euch einladen zu einer Fahrpräsentation von Volkswagen, denn hier stellt man den ID.7 GTX vor. Der ID.7 ist ja eigentlich bekannt als Pro oder auch Pro S und das ist jetzt hier die ganz sportliche Variante. Den Golf GTI, den kennt sicherlich jeder und dieses GTI steht für den Verbrenner, das GTX steht für den Elektroantrieb. Und dieses Auto zählt zu den wirklich sportlichen, sagt Volkswagen. Und man hat auch optisch einige Änderungen vorgenommen gegenüber dem ganz normalen ID.7 Pro. Und das fängt hier vorne an. Also, die Schnauze an sich ist auch hier sehr bullig geraten. Es gibt hier so ein durchgezogenes Tagfahrlicht, es gibt Matrix-LED-Scheinwerfer und bei allen GTX-Modellen ist auch dieses Logo vorne und auch hinten beleuchtet, damit dann nachts auch jeder erkennt, dass das hier ein GTX ist. Auch hier vorne unten wird deutlich, es handelt sich um diese sportliche Version und hier auf der linken Seite sieht man diese kleinen Dreiecke, die gibt es auch rechts. Wenn man die zusammenstellt, entsteht wieder ein X. Das gleiche gilt hier für dieses Wabenmuster. Auch hier sieht man dieses X. Und das wiederholt sich vorne und hinten. Und hier geht natürlich auch ein bisschen Kühlluft rein für die beiden Motoren. Denn dieses Auto hier besitzt generell als GTX auch einen Allradantrieb. Dazu dann aber später mehr. So, dann schauen wir mal auf die Seite. Mittlerweile gibt es ganz große Räder. Nicht nur 20, sondern in diesem Fall sogar 21 Zoll groß. Das heißt, es gibt auch reichlich Auflage und das Auto baut dann mit diesem Rad und mit diesem Reifen auch wirklich viel Grip auf. Das habe ich schon probiert. So, dann gibt es hier eine etwas andere Form als beim Tourer. Hier gibt es ein abfallendes Dach. Auch farblich unterteilt man das. Oben schwarz, unten schwarz, in der Mitte halt rot. Und hier hat man den kleinen Nachteil, dass es ein bisschen weniger Kopffreiheit gibt als beim Tourer. Aber das werden wir gleich noch mal ein bisschen untersuchen. Große Türen gibt es hier auch, klar. Die gehen weit auf. Das macht das Einsteigen sehr bequem. Finde ich auch eine gute Idee. Immer schwierig, wenn man sich so da reindrängeln muss. Tja, so viel kann man sagen zu der Seite und der Front. Jetzt schauen wir uns mal das Heck an. Den VW-Designern ist auch wieder mal ein richtig gutes Heck gelungen für die Limousine. Was natürlich hier fehlt, das ist so ein großer Dachspoiler. Bei dem Auto gibt es hier so eine Abrisskante, eine durchgehende Lichtleiste, das sogenannte IQ-Licht von Volkswagen. Hier ist auch das Logo beleuchtet, kann man jetzt nicht so gut erkennen. Dann gibt es hier auch unten diese farbliche Unterteilung, rot und schwarz. Auch hier wieder ein Wabenmuster, wo man das X erkennt. Und das drückt dann nochmal die Sportlichkeit dieses ID.7 GTX aus. Ein angedeuteter Diffuser ist auch zu sehen, also ein bisschen sportlich gibt es auch hinten. Das edle Cockpit besticht überall durch rote Nähte. Der Golf GTI lässt grüßen. Vor mir ist ein kleiner Tacho, der gehört dahin. Das schreibt auch der Gesetzgeber vor. Da kann man die Geschwindigkeiten ablesen und auch die Reichweiten. Neu in der fünften Generation mittlerweile angekommen ist dieser 15 Zoll große Monitor. Da ist alles das, was man braucht, vorhanden. Es gibt Android Auto und auch Apple CarPlay. Und im Sprachassistenten ist auch ChatGPT integriert. Also alles vom Feinsten. Es gibt viele Ablagen, neue Sitze, neue Materialien. Dieses hier ist auch aus recyceltem Material entstanden. So kann man das auch wieder recyceln. Also das Auto hier ist schon sehr nachhaltig gestaltet. Ich muss sagen, der erste Eindruck hier absolut top. Das gilt auch für den Bereich der hinteren Mitfahrer. So, nun komme ich mal zu einem ganz wichtigen Thema, über das meine, also sagen wir mal, die meisten meiner Kollegen kaum reden. Es geht um das Thema Fahrsicherheit. Nicht nur um das, was das Auto hat, sondern was es kann. Und die Ingenieure haben sich eine ganze Menge einfallen lassen an diesem ID.7 GTX, der ja ein sehr sportliches Auto sein soll. Bei einem Gewicht von 2,2 Tonnen muss ich persönlich sagen, naja, Sportlichkeit ist in Sachen Gewicht einfach ein bisschen weiter unten angesiedelt. Aber okay, nun wiegt diese Limousine hier so um die 2,2 Tonnen. Man hat dieses Fahrwerk hier komplett neu entwickelt und es gibt zwei unterschiedliche Fahrwerke. Ein bisschen unterschiedlich sind sie zwischen dem Kombi und dieser Limousine hier. Weil man weiß ja, dass der Kombi vielleicht auch mal ein bisschen höher beladen wird. Und dann braucht man einfach eine andere Dämpfer- und Federeinstellung. Bei dieser Limousine hier, muss ich sagen, stimmt die Aerodynamik. Optisch
gefällt mir ein solches Auto auch ganz gut. Aber in Sachen Fahrsicherheit gibt es da wohl kaum Unterschiede zwischen dem Kombi und dieser Limousine. Das Auto ist sehr neutral zu fahren. Man kann hier nicht sehr schnell fahren in Schweden, aber in einigen Passagen gibt es so Wechselkurven. Und auf Wechselkurven reagieren die meisten Autos dann mit einem leichten Kollaps, weil einmal links und einmal rechts, dann kommt so ein Auto mächtig in Bewegung, es fängt an zu rollen und das ist hier unterbunden. Man hat also immer eine gute Kontrolle über das Auto, weil das Auto sich nicht so sehr viel bewegt und diese Lastwechselreaktionen, die findet man bei einigen Autos in dieser Klasse und das ist dann äußerst unangenehm. Perfekt ist das neue DCC, also die adaptiven Dämpfer, mit vielen Fahrmodi-Einstellungen. Und was auch interessant ist, dass die Spreizung zwischen sehr komfortabel und sehr sportlich auch sehr groß ist. Das erspürt man auch. Viele Fahrzeuge haben da einfach nur einen Schalter und es tut sich eigentlich wenig. Hier ist das ganz anders. Wo sind denn die Kunden für eine E-Limousine, die so sportlich, aber auch komfortabel zu fahren ist? Wir haben natürlich ein breites Spektrum an Kunden. Explizit im ID.7 natürlich erstmal primär der Kunde, der Langstrecken bevorzugt. Der ID.7 in beiden Ausführungsvarianten ist ein Fahrzeug mit sehr hohen Reichweiten. Aber wir wollen dem Kunden natürlich auch die Sportlichkeit weitergeben. Dafür steht GTX, dynamisches Fahren mit Allradantrieb, also Vorder- und Heckantrieb mit zwei Motoren. Und natürlich gibt es auch hier den sportlichen Kunden, den wir dann mit unserer GTX-Reihe von ID.3 bis ID.Buzz entsprechend adressieren möchten. Ja, noch ein Wort zur Antriebstechnik, die ist ja für viele auch von Bedeutung. Es gibt also zwei Dualmotoren, einer sitzt hinten auf der Hinterachse und dann der andere auf der Vorderachse. Und die sind sehr leistungsstark und auch sehr sparsam unterwegs. Das System erzeugt so 250 Kilowatt Leistung, das sind so 340 PS. Und damit schafft dieses 2,2 Tonnen schwere Auto eine Topspeed auf der Autobahn von rund 180 abgeregelt. Und die 100 stehen nach 5,4 Sekunden an. Und ich muss sagen, das ist schon sehr sportlich. Interessant ist auch die hier farblich sichtbar gemachte Luft, die um das Auto läuft. Das ergibt einen sehr guten CW-Wert. Also ich habe es vorhin angedeutet, bei der Limousine gibt es natürlich ein stark abfallendes Dach. Dadurch gibt es auch ein bisschen weniger Kopffreiheit. Ich bin so 1,77 Meter lang und ich muss sagen, hier oben habe ich noch ein bisschen Platz, aber bei 1,85 oder mehr wird das dann sicherlich schon ein bisschen enger. Die Beinfreiheit hier ist gut, der Sitz ist ziemlich weit nach hinten geschoben, also hier gibt es dann reichlich Platz. Dieser ID.7 GTX als Limousine ist ein richtiges Langstreckenauto, ein Reiseauto, mit dem man auch in Urlaub fährt. Und da ist der Kofferraum auch wichtig. 532 Liter stehen so an. Und wenn man dann die Rückenlehnen umklappt, sind das 1586. Und ich denke mal, das reicht den meisten. Reichen wird vielen auch die 595 Kilometer Reichweite durch den netto 86 Kilowattstunden großen Akku. Nachladen kann man an einer DC-Säule mit bis zu 200 Kilowatt den Akku von 10% auf 80% in nur rund 30 Minuten. Der vordere E-Motor schaltet sich nur bei Bedarf hinzu. Ansonsten ist dieser GTX nur mit Hinterradantrieb unterwegs. Und die 100 werden schon nach 5,4 Sekunden erreicht. Sehr sportlich. Ja, zum Schluss meine Meinung zu diesem neuen Volkswagen ID.7 GTX. Naja, für mich ist er eigentlich ein bisschen groß. Ich würde mich vielleicht für einen ID.3 GTX entscheiden. Aber ich muss sagen, es ist eine Luxuslimousine, die man sehr, sehr sportlich fahren kann. Es gibt ihn als Limousine oder auch als Tourer. Und das Basisauto als Limousine kostet 63.155 Euro. Und für den Tourer, also für den Kombi, muss man gut 800 Euro mehr auf den Tisch des VW-Händlers legen. Das war's von mir. Mir hat das Spaß gemacht, euch vielleicht auch. Bis dahin, tschüss.